Wenn man Diskussionen in einer Fernsehsendung führt, dann ist es immer auch wichtig, dass ja im Grunde alle Seiten zu Wort kommen bei einem Thema. Vor allem auch, dass alle Seiten eine Expertise zum Thema mitbringen. Es ist immer schwierig, wenn Leute einfach mal so ihre Meinung äußern und eigentlich dabei gleichzeitig ein gewisses Halbwissen offenbaren. In der Talkshow Dieb und Deutlich ist einer Teilnehmerin nun der Kragen geplatzt und sie verließ die Sendung vorzeitig. Und man möchte sagen, endlich mal. Hallo und herzlich willkommen bei Dieb und Deutlich. Wir haben heute wieder ganz fantastische, großartige Gäste mit spannenden Geschichten bei uns mit dabei. Das Podcast-Pärchen Jule und Sascha Lobo. Huschke Mau, die sich gegen Prostitution stark macht. Die großartige YouTuberin Alicia Joe. Die Sendung Dieb und Deutlich kennen wir ja inzwischen. Ich habe mehrmals darüber berichtet. Nach einem Dreivierteljahr gibt es jetzt neue Folgen. Und gleich in der ersten Ausgabe ging es so hoch her wie noch nie in der Geschichte dieses Talks. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Huschke Mau war Prostituierte und hat als solche brutale und schlimme Dinge erlebt. Darüber hat sie ein Buch geschrieben und sie setzt sich seit Jahren für ein Verbot von Prostitution ein. Beziehungsweise dem nordischen Modell aus Schweden, wo Sexkauf verboten ist. In der ersten Viertelstunde der Sendung erzählt Huschke zunächst über ihr Schicksal und erntet viele betroffene Gesichter von der Runde. Dann meldet sich die Bloggerin Jule Lobo zu Wort, die meint, Huschke solle doch vielleicht nochmal mit ihrem ehemaligen Zuhälter sprechen. Also ich denke ja gerade an diesen Typen und denke mir, das, was der gemacht hat, ist ja total systemisch, dieser Polizist, dass er da hingegangen ist und mit einem richtigen System dich als Frag in einem Moment so ausgenutzt hat und mitgenommen hat, dass er das vielleicht jetzt in dem Moment gerade mit anderen Mädchen macht. So. Oder also hast du keine Aggression, dass man dem, ich verstehe, dass man den nicht anzeigen will, aber den wenigstens noch mal sehen und dem sagen, wie schlimm das war, was er da... Entschuldigung, aber ich glaube, da kommen wir aus zwei verschiedenen Welten. Also, was erhoffst du dir denn für eine Reaktion? Nein, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, hey, verbessere mal die Welt und geh mal dahin und sag ihm das, aber es würde mich einfach nicht loslassen. Mensch würde mich einfach nicht loslassen. Du sagst jetzt dieser Mensch, aber es gab in meinem Leben so viele Männer, die mir krass Gewalt angetan haben, dass er im Prinzip einer von vielen ist. Er war nur mein erster Zuhälter. Also der zweite war ganz krass in der organisierten Kriminalität und ganz abgesehen von den Freiern. Also ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt Aggression, also was heißt Aggression? Ich leite meine Aggression um in politischen Aktivismus, dass ich sage, ich analysiere das. Ich bin kein Einzelfall, sondern ich sehe hier die und die Sachen, die immer wieder vorkommen. Ich komme zu den und den Schlüssen und ich tue jetzt auf der politischen Ebene was dagegen. Diesen Typen anzuzeigen, hat überhaupt null Sinn. Im Prinzip wird hier bereits die Grundproblematik der Sendung deutlich. Niemand außer Huschke Mau kann über dieses Thema kompetent sprechen. Denn niemand hier außer ihr hat so etwas überhaupt erlebt. Vor allem Sascha Lobo ist nun sicherlich der Falscheste, um sich zu dem Thema zu Wort zu melden. Aber er tut es. Denn Sascha Lobo muss sich bekanntermaßen zu allem äußern, auch wenn er eigentlich keine Ahnung hat. Also ich habe dann eine Dissonanz, weil in deinem Buch steht, warum wir Prostitution abschaffen müssen. Aber abschaffen ist ja was anderes als verbieten. Und das, was man machen könnte gesellschaftlich, wäre das zu verbieten. Aber wir wissen einfach alle, zum Beispiel von dem Thema Drogen, dass nur weil es verboten wird, heißt es nicht, dass es nicht mehr passiert. Und ich glaube, da gibt es ein ganz grundsätzliches Problem, weil relativ viele sehr sachkundige Menschen sagen, in dem Moment, wo man Prostitution verbietet oder bei dem sogenannten nordischen Modell Sexkauf verbietet, das heißt die Sexworker, also Sexarbeitenden selbst, ich bevorzuge dieses Wort Sexarbeiter, die werden nicht kriminalisiert, theoretisch. Aber ich weiß halt nicht, ob diese Hilfe mit einem Verbot von Prostitution möglich ist. Und es gibt sehr viele sachkundige Menschen, die das sagen, dass es das eher schlimmer macht. Du sagst ja, ich habe aufgepasst, du sagst, ich bevorzuge das Wort Sexarbeiter und du sagst, das ist ein Euphemismus. Also die Dissonanz ist ja wirklich groß dazu. Ich finde das eine wirklich interessante Diskussion, weil ich weiß es nicht. Ich bin genau zwischen euch. Ich weiß es nicht. Ich würde darauf gerne antworten, weil das waren jetzt super viele Sachen, die ich immer höre. Und das sind einfach auch wahnsinnige Klischees. Also das Erste ist, du hast gesagt, Sachen verschwinden nicht, wenn man sie verbietet.
okay, dann sag ich jetzt, dann können wir ja auch Mord entkriminalisieren und Menschenhandel und Zwangsprostitution. Aber warum? Es wird es doch weitergeben. Nee, Moment. Die Situation verschlechtert sich der Menschen. Ich habe ja gesagt, dass, wenn abschaffen, ist was anderes als verbieten. Und Mord entkriminalisieren. Ja, aber das Argument, was du gerade brachtest, ist invalide. Dass du nämlich sagst, nichts verschwindet dadurch, dass man es verbietet. Das ist nicht das Argument, sondern das ist die Hinleitung zu dem Argument, dass sich die Situation der Frauen verschlechtert, wenn es verboten ist. Und das ist, wie gesagt, nicht das, was ich sage, sondern das ist das, was die eben schon angesprochenen Organisationen zumindest sagen. Das ist ja jetzt nicht meine Privatmeinung. Das nordische Modell funktioniert. Das nordische Modell funktioniert so, dass erstens, also wenn du immer sagst, Prostitutionsverbot, das stimmt nicht. Sexkauf ist verboten. Ich habe ja Sexkaufverbot gesagt, ja. Also freier sein ist verboten. Und es ist verboten aus dem Grunde, dass ein Freier... Also wir reden jetzt hier immer über die Anbieterinnenseite. Wir gucken immer, ist es freiwillig? Und es gibt ja doch vielleicht irgendwo eine Frau, die es freiwillig macht. Aber wenn wir uns mal in einen Freier hineindenken, wenn zu dir dein Freund kommen würde und sagen würde, letzte Woche habe ich mit einer Frau gevögelt und es war total geil. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ob die das freiwillig gemacht hat. Und eigentlich ist mir das auch egal. Was würdest du diesem Freund sagen? Ich kenne das Problem. So. Aha, da wollen wir jetzt mal nicht weiter nachhaken. Huschke Mau sieht sich plötzlich in der Position, dass sie sich verteidigen muss. Das ist ja auch dann in Ordnung, wenn ihr beispielsweise eine Ex-Prostituierte oder Streetworkerin gegenüber säße, die genau auf demselben Level argumentieren kann. Aber so ist es nicht. Im Grunde ist das hier so, als wenn eine Bäckerin mit vier Tischlern darüber diskutieren muss, wie man ein Brot richtig backt. Bei Sascha Lobo ist es sogar so, dass er es meint, besser zu wissen. Ich kann jetzt hier mein Handy nehmen und dir zeigen, wo in Stockholm Prostitution geschieht. Also frage ich dich, welcher Untergrund? Von welchem Untergrund redest du? Wir können es konkret machen. Also in Irland wurde 2017 das nordische Modell eingeführt. Und seitdem ist nach Meinung von denjenigen, die das bewerten, in dem Fall State Department, die Menschenhandelskriterien für verschiedene Länder aufmalen, hat sich dort die Situation deutlich verschlechtert. Und das sind ja Sachen, die man nicht wegdiskutiert. Nein, das war nicht die Frage. Die Frage ist, was? Doch, definiere Untergrund, bitte. Die Frage ist Illegalität. Das ist Untergrund. Die Frage... Doch, also nein, das ist genau. Ich einmal, Legalität, das macht nichts besser. In Deutschland sind tausende Zwangsprostituierte ganz legal angemeldet. Und es ändert nichts an der Gewaltsituation. Aber dann muss ich Sascha, ich würde einmal ganz gerne sortieren für all die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind und die uns jetzt zugucken. Du forderst was? Nö, ich fordere nichts. Oder was würdest du als gute Umsetzung ansehen? Das häufig besprochene nordische Modell, das ist ein Verbot von Sexkauf, den Frauen schadet? Wenn Prostitution, vermarktete Sexualität ist, gibt es dafür auch ein Angebot. Jetzt gibt es aber niemals für so eine große Nachfrage genug Frauen, die das freiwillig machen, dieses Angebot zu stellen. Und es ist eine Einladung an Zuhälter und Menschenhändler. Also die Männer, die gerade in Deutschland an den Bahnhöfe stehen und versuchen, Ukrainerinnen anzusprechen, mitzukommen. Es gab ja schon Warnungen von Europol vor Menschenhändlern und so. Die tun das, weil wir in Deutschland so viele Freier haben. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, ob Huschke Mau recht hat oder nicht. Es gibt wahrlich interessante Argumente für ein Verbot von Sexkauf, aber auch dagegen. Es geht darum, dass Huschke sich einer Diskussion stellen muss, die nicht fachlich genug ist. Und das ist durchaus anstrengend. Und somit ist es kein Wunder, dass so langsam ihre Nerven blank liegen. Ich kenne diese Frauen, die zu mir sagen, Aminata, ich bin Sexarbeiterin und ich möchte, dass es als Arbeit anerkannt wird. Ich mache diesen Job gerne und ich werde total stigmatisiert. Aber eigentlich ist es Arbeit. Was sagst du dann dazu? Also, ich merke gerade, dass ich mich ein bisschen ärgere, dass du dich hinter diesen Frauen versteckst. Weil die Diskussion ganz häufig so läuft, dass man mich neben eine von diesen Frauen setzt. Und dann sitzt da eine freiwillige, selbstbestimmte Sexarbeiterin und ich. Und wir sollen das dann ausdiskutieren. Das höre ich immer wieder. So dieses, ich bin nie betroffen, es geht mich nichts an. Nee, es geht mich nichts an. Nee, du sagst, du kannst dir keine Meinung bilden, weil du bist nie betroffen. Aber alle in dieser Gesellschaft sind von Prostitution betroffen. Also ihr tut immer so,
als wäre Prostitution irgendwie an so einem ganz abgegrenzten Ort, am besten im Puff. Und als würden alle, die dort drin sind, für immer dort bleiben. Aber ist euch eigentlich klar, dass diese Freier, und das ist egal, welche Studie wir jetzt nehmen, ob wir die nehmen, dass einer von 10 regelmäßig geht oder 3 von 4 schon mal waren, aber es sind viele. Ist euch klar, dass diese Männer, die ins Bordell gehen und die dort Sex haben, ohne Konsens herzustellen, ist euch das klar, dass es eure Chefs sind, eure Kollegen, eure Ehemänner, eure Brüder, eure Partner? Also ist dir klar, dass du im Alltag, ohne es zu wissen, permanent mit Männern zu tun hast, die sexuellen Konsens überhaupt nie wichtig finden? Aber das, und dass du mit solchen Männern vielleicht sogar schon im Bett warst? Also, mir ist es sehr Moment, klar. Moment, du setzt ja gerade Vergewaltigung und Sexkauf gleich. Und das finde ich echt problematisch, weil das aus meiner Sicht Vergewaltigung verharmlost. Wenn du sagst, in dem Moment, wo Geld fließt, ist das kein Konsens, dann halte ich das für wirklich ganz, ganz schwierig, weil kein Konsens ist für mich Vergewaltigung. Und da gibt es überhaupt gar keine Zweimeinung. Wenn kein Konsens besteht, ist es eine fucking Vergewaltigung und gehört bestraft und meinetwegen auch 10-mal härter bestraft, als es bisher der Fall ist. Da bin ich sofort dabei. Auch was Zwangsprostitution geht, das ist für mich Vergewaltigung. Aber in dem Moment, wo du sagst, wann immer Geld fließt, ist es eine Vergewaltigung, dann ist genau das Beispiel, was sie gerade gebracht hat, auch eine Vergewaltigung. Und damit habe ich ein Problem, weil es für mich wie eine Verharmlosung von sexueller Gewalt wirkt. Würde es nicht vielleicht Sinn machen? Also ich sehe das Problem absolut und ich denke, aktuell ist in den Medien überrepräsentiert der Teil, der das freiwillig macht. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele in diesem Dunkelbereich, die nicht gehört werden. Würde es vielleicht Sinn machen, den Einstieg zu kontrollieren? Also zu sagen, bevor man in die Sexarbeit geht, braucht man ein psychologisches Gutachten oder macht das keinen Sinn? Das würde ja um so zu verhindern, dass das Frauen irgendwie, also ich habe. Nein, das macht keinen Sinn. Und das hat Hruschke Mauer auch bereits deep und deutlich dargelegt. Und so ist nun der Punkt erreicht, wo diese Diskussion hier keinen Sinn mehr macht. Was machst du mit den Frauen, die in dieser Selbstbestimmtheit leben? Wieso bist du nicht gegen die bessere Kontrollierung oder so? Also wieso ist es für dich so? Nee. Das waren jetzt gleich 3 Sachen. Ich wollte dich nicht angreifen, sondern ich nehme dich wirklich gerade an. Nee, das sind gleich 3 Sachen und ich merke, ihr habt überhaupt nie verstanden. Also ich finde es unglaublich zynisch. Doch, haben wir. Nee, ich habe es ja verstanden. Ich bin noch ganz, ich werde hier gerade bombardiert mit Zeug, das ist nicht was Sinn der Sache. Ich super überprivilegiert finde. Und ich merke, dass ich innerlich gerade kotze. Das ist nicht so gemeint. Und jetzt eine Pause brauche. Ja, machen wir auch. Finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, das ist jetzt einfach, auch in der Form nicht gemeint. Ich verstehe deinen Punkt. Bleib bitte bei uns, Hruschke. Nee, ich musste jetzt. Echt, ich bin super viel gewohnt in Diskussionen. Aber hier neben so privilegierten Menschen zu Hruschke, sitzen und mir so eine Scheiße anzuhören. Ich bin bei dir. Nee. Dann hör dir zumindest das an, was ich zum Schluss noch zu sagen habe. Oder willst du das auch nicht mehr? Das ist das erste Mal. Ich würde dich drum bitten. Das ist das erste Mal in 8 Jahren als Aktivistin, dass ich sowas abbreche. Aber ich glaube, das ist nicht so gemeint in der Form, wie das jetzt hier. Ich finde es so schade, weil ich ihr eigentlich zu 100% zustimme. Ach so, dann hättest du ihr vielleicht mal zur Seite treten sollen. Hruschke Mauer hat in rund einer halben Stunde Sendezeit vergeblich versucht klarzumachen, worum es ihr geht. Den Kampf gegen die Zwangsprostitution. Und da nützt es eben nichts, wenn es auch Frauen gibt, die das freiwillig machen. Das tröstet die Zwangsprostituierten wenig. Auf Instagram äußerte sich Hruschke dann hinterher auch entsprechend frustriert. Sascha Lobo hat sich verhalten wie der alte weiße Mann, der er ist, und mir als Betroffener sexueller Gewalt, Bezahlte und Nichtbezahlte, erstmal erklärt, was Vergewaltigung wirklich ist und dass ich Vergewaltigung verharmlose. Wenn nicht betroffene Männer sowas betroffenen Frauen erklären, erwarte ich eigentlich, dass die Moderation eingreift. Auch das Bullshit-Bingo-Bombardement, das er da losgelassen hat, war ein einziges Mythenfest. Ich hätte mitschreiben müssen, um alles zu widerlegen, was da an Quatsch kam. Erschrocken war ich auch über die gezeigte Ignoranz gegenüber Zwangsprostitution. Da wollte nämlich niemand drüber reden. Es ging immer nur darum, wie wir es schaffen können, dass es Prostitution doch weiterhin geben soll. Warum eigentlich? Das war eine Situation, die wir auf gar keinen Fall haben wollen. Weder in unserer Sendung noch in unserem privaten Leben.
Huschke hat die Sendung verlassen und wollte auch nicht wiederkommen, weshalb wir jetzt hier auch nochmal öffentlich, also das gesamte Dieb und Deutlich-Team und ich, um Entschuldigung bitten. Denn wir möchten in unserer Talkshow unseren Gästen den Raum und die Sicherheit geben, dass sie ihre Geschichten erzählen können und dass sie gehört werden. Und das ist uns nicht gelungen. Ja, das ist noch gelinde ausgedrückt. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.